Hallo liebe Freunde der Filmfotografie, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder eine Folge und du so. Ich hoffe, dass ich das in der Zukunft wieder ein bisschen häufiger machen kann. Das letzte Mal war mit der Karin Majoka. Heute mir gegenüber hier am Tisch in der Dunkelkammer Holger Mitschke. Wie ich gerade gelernt habe, mit kurzem I. Ja, mit kurzem I. Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist. Ja, danke. Was ist passiert? Wie bin ich aufmerksam geworden? Also man ist im Netz ja immer unterwegs und manchmal stolpert man über Bilder, die einem dann doch aus der Masse heraus hervorstechen, einem auffallen. Und genauso ist mir das bei deinen Bildern passiert. Die sind nämlich, da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, da will man nachher noch drauf kommen, im besten Sinne des Wortes zeitlos. Da es immer schwer ist, andere Leute vorzustellen, zumal wenn man sich nicht seit 74 Jahren kennt, würde ich da sehr angenehm finden, wenn du etwas selber zu dir sagst, also den Namen haben wir schon gesagt, und dass du Fotograf bist und hauptsächlich analog, das versteht sich auf diesem Kanal von selbst. Ja, erzähl ein bisschen drei Sätze vielleicht über dich. Drei Sätze, ja, meistens verliert man sich dann gleich in vielen Sätzen, aber ich versuche es mal irgendwie jetzt kurz zusammenzufassen. Ja, ich fotografiere inzwischen seit 20 Jahren schon fast. Und digital angefangen, vorher analog, eigentlich habe ich früher gar nicht so gereizt, aber irgendwie durch die digitale Fotografie bin ich zu der analogen gekommen, weil den meisten war es ja eher andersrum. Und seit vier Jahren jetzt analog und habe erst mit der Filmentwicklung selber durch einen Bekannten, Raimund Belling aus Oldenburg, der hat mich da so rangeführt, die ersten in die Fußstapfen da getreten. Und ja, am Anfang war es nur Filmentwicklung, mittlerweile halt Fotolabor, Abzüge, Prints und ja. Das war was wir vorhin im, ich sag mal, Vorgespräch so ein bisschen hatten. Das ist für dich auch so, dass du sagst, erst wenn das Ding geprintet ist, gedruckt ist, abgezogen ist, erst dann ist es ein richtiges Bild. Ne? Ja, auf jeden Fall. Definitiv mittlerweile, ja. Früher habe ich mich dann halt, war auch das Digitale für mich maßgebend, oder ich habe eigentlich nur dafür gearbeitet und da war das Bild halt am Monitor, das Bild. Ja. Mittlerweile kann ich sagen, dass wirklich nur das geprintete Bild eigentlich nur ein Bild für mich ist. Also ich will das Digitale nicht schlecht reden und das hat auch alles seine mega Vorteile. Ich arbeite auch noch digital heute und das ist auch alles toll, aber so ein Bild in der Hand zu halten, selbst erschaffenes, was man wirklich so komplett selber geprintet hat im Labor, wo man wirklich sagen kann, man hat alles selber gemacht, hat einen anderen Wert für mich. Bis auf vielleicht Emulsionen, aber das könnte man ja auch. Ja. Also man könnte ja tatsächlich, man kann analog sehr tief einsteigen. Ja, ja. Also das ist definitiv so. Wie machst du das logistisch? Also ich habe mittlerweile das Problem, je mehr ich printe, desto mehr merke ich, geht mir der Platz aus. Ja, das habe ich auch. Das ist halt das Problem, wo man heute das alles so schön auf dem Rechner hat, digital. Im besten Fall hat man da sein Notebook und hat da wirklich eigentlich alles drauf. Beim Analogen, ja, dann kommt halt das ganze Equipment dazu und das ist halt irgendwie dann auch noch irgendwo zu verstauen. Man muss da wirklich, ich muss da echt Abstriche machen. Also ich halte mich schon zurück. Meine Freundin wird das anders, würde das jetzt anders darlegen, aber ich... Also ja, man braucht halt so unendlich viel Dinge einfach. Ja, aber auch die Bilder. Hängst du Bilder von dir selber bei dir in der Bude auf? Also ich bin da genannt, ich hänge meine Bilder auf. Also vereinzelt ja. Also wir haben schon in meinem Studio, da hängt schon ein bisschen was. Und im Haus haben wir auch im Treppenbereich, da sind auch so Galerien, wie es sie nennen, aber da hängen schon Bilder. Aber das meiste halt, man printet halt und dann hat man halt kistenweise irgendwann Abzüge, Teste und so weiter. Also ich würde natürlich gerne auch noch mehr aufhängen, aber es ist platzmäßig. Fehlt so ein bisschen machen. Eigentlich auch so ein, was ich schön finden würde, wäre so ein Gallery-Space, der sich wirklich nicht mega erfolgreich, aber Analogfotografen im weitesten Sinne, wo man teilweise, also ich finde, man hat wenig Möglichkeiten, sein Zeug außer online zu präsentieren. Also ich finde, gerade ein analoger Abzug lebt auch von dem Eindruck, den man hat, wenn man davor steht. Der lebt nicht davon, dass ich ihn auf dem Monitor sehe. Selbst wenn ich dann irgendwie den Print scanne, um das Papier vom Erscheinungsbild zu haben, an der Wand sieht es anders aus. Und das finde ich super schade, dass man da relativ selten Möglichkeiten hat. Definitiv. Also ich habe ja auch, ich rahme dann mal zwischendurch was, aber jetzt so eine Ausstellungsfläche und eine Ausstellung selber zu machen mit seinen eigenen Bildern ist natürlich auch immer so ein finanzielles, schwieriges Unterfangen, um dann auch Leute abzuholen, dafür zu begeistern. Und wenn man da nicht gerade zu den berühmtesten
Fotografen gehört, ist es halt einfach super schön, schwer, den Leuten das zu zeigen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, war zum Beispiel jetzt bei der Buchvorstellung. Ich war in Köln bei einer Fotobuchmesse, hatte da mein Buch vorgestellt und da hatte ich gedacht, du hast halt deinen Tisch, irgendwie deine 2 Meter, irgendwie da packst du dann das Buch hin und die Leute gucken sich an. Dann dachte ich, aber irgendwie ist es ein bisschen wenig, das sah so ein bisschen trostlos aus. Mhm. Dann habe ich einfach auch ein paar Boxen mit Prints mitgenommen, habe die da hingestellt und dann konnten die Leute da so durchwühlen. Mhm. Da sind die voll drauf abgefahren. Ja, die fanden das irgendwie cool. Ja. Viele fragten, darf ich die anfassen? Ich sage, ja klar, alles teste. Und dann das merkt man, dieses Stöbern, durch die Drucke. Das ist viel toller. Hätte ich den jetzt ein Notebook hingestellt mit 5000 Dateien, klick dich da mal durch, hätte wahrscheinlich keiner irgendwie groß Bock zu haben. Das war irgendwie so ein bisschen dieses Wühlkisten-Feeling auf dem Dachboden. Ja. Ich habe eine Kiste mit alten Fotos entdeckt, da gucke ich mal durch. Das habe ich gemerkt, da waren sehr viele, fanden die Idee irgendwie auch sehr cool. Ist vielleicht auch eine Idee tatsächlich, das werde ich mal definitiv im Hinterkopf behalten und vielleicht noch an passender Stelle weitergeben. Wenn man analoge Ausstellungen macht, hätte ich jetzt so nicht drüber nachgedacht. Mhm. Also ich spinne ja immer noch an der Idee rum, irgendwann mal hier im Norden ein Festival zu machen, wo man tatsächlich auch solche Sachen ein bisschen mehr forcieren kann. Mhm. Und da finde ich das eine saugeile Idee, wenn man Leuten die Möglichkeit gibt, halt nicht nur, weiß nicht, 5 Quadratmeter irgendwo an der Wand zu haben, sondern dann so eine Kiste, wo die Leute grabbeln und wühlen können, das ist saugeil. Ja, sowas Interaktives halt das merkt man so auch wie bei einem Computermuseum, wo man die, in Oldenburg zum Beispiel, wo man die alten Computer auch ausprobieren darf und da selber programmieren darf oder spielen darf und die Leute halt wirklich was machen. Also wenn ich in ein Museum gehe, mir einfach die Exponate anschaue und die nicht im schlimmsten Fall nicht mehr anfassen darf. Und wie gesagt, das habe ich gemerkt, das mögen die Leute, kann ich auch verstehen. Das finde ich selber auch sehr cool. Und ich meine, also zumindest für mich, ich denke, dir wird es da ähnlich gehen, dieses haptische im analogen Prozess ist ja schon ein großer Anteil. Also allein das erste Mal den Film aus der Dose rauszuholen, ab da bist du in direkter Berührung mit deinem mit deiner Arbeit, was du ja im Digitalen überhaupt nicht hast. Also bis du da mal was anfassen kannst, dann musst du es drucken. Und vorher hast du nichts. Und im Analogen, du bewegst das Papier 10-mal in einer Wanne, bewegst es die ganze Zeit hin und her. Mhm. Also es ist echt ein Prozess, der dich haptisch einbindet. Mhm. Und das ist mir total wichtig. Also das gerade bei der Vielzahl an Papieren, was es gibt. Und ich habe es teilweise auch in den Boxen, habe ich dann auch Prints drin, die sind auch fehlerbehaftet. Also sind dann auch mal Entwicklerflecken oder ich habe es irgendwie selber versaut. Und das. Aber das habe ich kein Problem damit, das auch zu zeigen oder den Leuten. Das mögen viele Leute. Wenn das, ich habe zum Beispiel auch ein paar Drucke verkauft, das waren teilweise auch, die waren nicht richtig fixiert, die Dinge haben dann in der Sonne gelegen, waren dann irgendwie bunt geworden oder so, keine Ahnung. Da habe ich so ein paar von verkauft, weil die Leute das irgendwie cool fanden. Ja, das ist Handarbeit im Endeffekt. Das, ja, genau. Das ist wieder so dieses, es muss nicht perfekt sein, was am Analogen auch wieder den Reiz ausmacht. Ja, ne? Ja, wobei, also ich finde, sagen wir grundsätzlich, das ist was ich draußen in der digitalen Welt sehr oft wahrnehme, dass eben analog direkt mit imperfekt in Verbindung gebracht wird. Und das ist es ja nicht zwangsläufig. Also ich kann analog sehr perfekt und sehr präzise ab, wenn ich möchte. Aber ich bin nicht gezwungen. Ich entscheide oder du entscheidest selber, ein Print, der nicht hundertprozentig geworden ist, landet der in eine Altpapiertonne oder nehme ich den mit und gebe ihm irgendjemanden. Das ist eine eigene Entscheidung. Also analog ist nicht gleich unperfekt. Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Aber man traut sich, glaube ich, eher, also ich persönlich zumindest, ich traue mich ruhig, das auch mal zu zeigen oder die Fehler auch zu zeigen. Jetzt ein falsch retuschiertes digitales Bild, wer würde das sich... Ja, würde ich das im Tintenstrahldrucker eine Farbe ausgefallen, ist unsexy. Das geht in die Tonne. Ne? Und so ist es halt, wenn das Bild doch noch irgendwie so einen Reiz hat, dann muss ich da nicht gleich wegschmeißen, obwohl ich auch vieles wegschmeiße, natürlich, was gar nicht geht. Ne? Man da. Aber es liegt in deiner Entscheidung. Ne? Also ja, manchmal, genau. Ich muss mich da immer an... das ist ja Bob Ross, der wunderbare Bilderonkel, der hat ja immer gesagt, we don't make mistakes, we have happy accidents. Ja. Und das ist, glaube ich, eine sehr gesunde Einstellung, wenn man handwerklich oder künstlerisch mit Dingern arbeitet, einfach mal sich Dinge auch entwickeln lassen und manchmal ist das fehlerhafte, vermeintlich fehlerhafte Ergebnis nachher das, was einem letztendlich besser gefällt. Und das ist ja, da wäre man nicht angekommen, wenn man nur auf Präzision hinaus wollen würde. Genau, auch beim Fotografieren schon, wenn ich zum Beispiel teilweise mal ein unscharfes Bild habe, fehlfokussiertes, wo ich im ersten Moment denke, Müll, aber dann merke ich ja später oder schaue es mir genau an, eigentlich hat es vielleicht gerade dadurch eine Stimmung eine viel mehr Aussage als jetzt ein technisch 100% perfektes Bild. Ne? Und da ist ja die Einschränkung, dass man eben nicht so eine, wie bei digital, unendliche Anzahl von gleichartigen Schüssen hat. Mhm. Manchmal war eine Situation oder ein Moment wichtig
Und du hast keinen anderen davon. Du musst da einfach mit dem klarkommen, was du hast. Ne? Ja, Und dann ja. muss man sich überlegen, ja, hat das eine ästhetische Qualität? Und die muss nicht Schärfe sein. Ne? Die Nee, kann ist es auf gar keinen Fall. ganz, ganz viele Ebenen haben. Ja. Das stimmt. Du hast gerade eine schöne Sache gesagt, so beiläufig, und auf die muss man natürlich eingehen, nämlich ein Buch hast du verlegt, herausgegeben, produziert. Eigenverlag, ja, Im Eigenbuch. Eigenverlag, ja. Das ist ja auch, ja, sagen wir es mal so, da muss man schon Eier zu haben. Ne? Also du musst ja an dein Produkt so sehr glauben, dass du sagst, ach, ich finde da schon, ich weiß nicht, was du dir da als Marge gesetzt hast, ab wo es funktionieren würde. Aber man muss ja daran glauben, okay, eine gewisse Anzahl von Leute werden das geil finden, denn ansonsten lagern die dir den Keller voll. Wenn deine Freundin ohnehin schon so auf 90 ist, dann ist das nicht gut, wenn das dann bis 180 geht, Nee. ne? Ich muss dazu sagen, es ist nicht mein erstes. Ich habe schon, das ist jetzt eigentlich mein ganz genommen sogar das vierte. Das erste war mal zu einer Ausstellung 2011. Dann habe ich ein weiteres, das ging aber rein digitale Bilder, damals noch ohne Analogfotografie. 2015 war das, auch im Eigenverlag. Dann noch eins 2017. Und dann dachte ich mir so, ja, die haben sich immer so getragen. Also ich gehe da nicht ran, um da jetzt einen Reibach zu machen. Das kann man auch gar nicht. Gerade in dem Bereich Fotobuch ist es halt echt schwer. Und ich hatte eigentlich nicht vor, wieder eins zu machen. Und ich hatte schon mal vor, wieder eins zu machen, aber es war ein ganz anderes Konzept. Beziehungsweise das Konzept war, es gab keins. Und irgendwann letztes Jahr im November beim Joggen, ich jogge regelmäßig, dann kommen mir manchmal, dann wird der Kopf frei, dann kommen mir Ideen. Und dann habe ich mir gedacht, machst du ein Buch mal wieder und dann nur über analoge Bilder im Format 6x6, sage ich sehr viel mit Rolleiflex, Hasselblatt fotografiere. Und dann irgendwie kam die Idee, so ganz spontan, wirklich beim Laufen. Ja, mal gucken. Dann habe ich mein Material gesichtet, habe durchgeschaut, wie viel sich da überhaupt das waren so 2,5 Jahre, also wirklich bei Corona-Start ging es bei mir los. Da habe ich diese Kamera auch gekauft, die erste Rolleiflex. Und dann habe ich geschaut, wie viel Material ich habe. Und es kam wirklich so hin, dass ich dachte, ja, könnte passen. Habe das dann mir selber zusammen kuratiert, zusammengesucht. Und dann, ja, ist das Buch daraus geworden. Und das habe ich jetzt im Mai. Dann war es dann letztendlich fertig. Hat doch ein halbes Jahr gedauert mit Druck und. Man muss ja mal sagen, ich nehme das mal kurz an. Ja, klar. Also es ist nicht gerade dünn. Ja? Also ich gehe jetzt mal von der Seite, und ich denke, da spreche ich dann für die meisten auch von den Leuten, die das Video nachher sehen. Ich glaube, der erste Angstpunkt, den man hat, ist, so ein Buch überhaupt voll zu kriegen. Ne? Es geht ja nicht darum, mit irgendwelchen Bildern zu füllen, sondern mit Bildern, die auch einen gewissen eigenen Qualitäts- oder Ja. Ästhetikanspruch, um nicht Qualität zu sagen, Ich einen weiß. Eigenen Ästhetikanspruch erfüllen. Und also was ich eigentlich nach draußen vermitteln möchte, ist so ein bisschen Mut machen, so ein Projekt anzugehen. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, wie groß sind die Sorgen, wie viel Eier braucht man wirklich und ist das letztendlich eher ein Harakiri oder was du empfehlen würdest? Also sollten die Leute mehr Bücher machen? Bücher sind auf jeden Fall toll, also toller als jetzt online sich zu präsentieren. Mir selber hat es auch irgendwie geholfen, beim Erstellen des Buches meine Arbeit nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu reflektieren, irgendwie, weil ja, früher habe ich ja halt auch viel in Einzelbildern fotografiert, oder wenn ich früher auch Bilder gezeigt habe, ob jetzt digital oder analog. Es war mal so ein Porträt oder ein einzelnes Bild, was irgendwie herausstechen muss. Und jetzt mittlerweile in den letzten Jahren versuche ich doch schon irgendwie bei Fotoshootings mit Modellen, dass ich irgendwie im besten Fall eine Serie rauskriege. Und wenn man sich so ein Buch macht, das einfach, wie ich es früher auch gemacht habe, einfach die schönsten Bilder nehmen, alle reinpacken und das, jedes Bild ist toll, das muss nicht unbedingt funktionieren, weil man allein schon sehen muss, bei einer Doppelseite im Buch, das eine Bild darf dem anderen ja nicht unbedingt die Show stehlen. Und man kann natürlich auch mal einen irgendwo rein dazwischen hauen, irgendwie, wenn man seine Seitenzahl haben will. Aber im Großen und Ganzen muss das Ganze schon irgendwie Ja. ein bisschen rund sein. So. Also das war mir wichtig. Und ich wollte halt auch, ich mache ja nun mal hauptsächlich Modelfotografie, Mädels, Agenturen in der Richtung, ganz viel Modestrecken. Aber ich wollte es nicht darauf beschränken. Deswegen sind in dem Buch auch Fotos, private Fotos teilweise drin, die auch teilweise im Urlaub mal entstanden sind. Und ich wollte halt eine Mischung haben, getragen durch das Konzept dieses 6x6-Formats. Was ja auch schon einschränkend ist. Also du Ja. kannst nicht auf dein komplettes Portfolio zurückgreifen. Nee. Oder wärst du dann so frech zu sagen, okay, das Bild habe ich in 35 mm gemacht,
Will ich aber gerne ein Buch drin haben, nee, schneide ich mal auf 6x6. Nee, da bin ich stumpf. Das ist auch von den Büchern, das sind, also zum Inhalt, das sind um die 130 Seiten knapp. Mit jedem, auf jeder Seite ist ein Bild. Also das Layout ist straight durch. Ich mach's mal auf. Ja, ich werd das nachher ein bisschen abfotografieren und euch dann einblenden. Ich habe wirklich, es ist wirklich, das Layout ist, jede Seite ist gleich. Also es gibt keine Spielereien. Früher habe ich da viel rumgespielt. Mir war immer nur wichtig, dass Bild A und Bild B sich immer irgendwie ergänzen oder irgendwie Form, Sinn, dass es irgendwie halt für mich rund ist irgendwie. Dass ein Bezug dazu ist, genau. Genau, und das war halt das Ding. Und ja, so hat es dann letztendlich nach vielen Stunden. Also man macht das nicht an einem Nachmittag, man muss dann wirklich auch Zeit mitbringen. Aber man sieht seine Bilder dann noch anders oder nimmt vielleicht auch Bilder mit rein, die man vorher vielleicht gar nicht reingenommen hätte. Ich sage jetzt mal, bei dem zum Beispiel war es vielleicht auf der Seite ein ganz anderes, was ich ursprünglich ausgewählt hatte, wo ich dann aber gesehen habe, durch die Form oder wo ich hatte mir auch ein paar bekannte Freunde, die haben sich das auch angeguckt, das Konzept, wo die sagten, ja, tausch doch mal die Bilder oder Kontext gibt das so mehr Sinn. Es übt ungemein. Mich hat es ungemein mir selber auch geholfen. Manche Bilder funktionieren ja auch nur im Kontext. Also die funktionieren solo eigentlich überhaupt nicht. Aber in dem Moment, wo du sie kontextual verwendest, kriegt das Ding auf einmal einen ganz anderen Wert, einen ganz anderen Bezug. Ist auch was zum Thema Imperfektion. Ja, genau. Entwicklungsflecken nicht richtig geschüttelt oder hat sich der Entwickler festgesetzt. Das war mir auch wichtig, das auch mit zu zeigen. Trotzdem rein, ne? Ja. Deswegen auch das Cover, wo die Kratzer drauf sind, das war einer meiner allerersten Filme, irgendwie, die ich entwickelt habe. Und ich habe da auch bewusst Fehler drin gelassen. Und ich habe kein Bild, also es sind wirklich alle 6x6 Fotos. Und das sind, glaube ich, von den, lass es jetzt 130 Bilder sein, 128 sind, glaube ich, ich glaube, 3 oder 4 sind wirklich gecroppt. Das ist ein bisschen gecroppt, das gebe ich zu, die beiden, weil da war zu viel Rahmen. Aber ansonsten sind die, das erkennt man auch an den... Du lässt immer schon den Rahmen, damit es nochmal belegt ist. Den habe ich, damit es wirklich belegt ist, dass, nein, da ist nichts bearbeitet, außer Staub entfernt. Ich habe den Rahmen auch als analoge Maske, ich kann den über jede, aber das ist eine andere Geschichte. da bin ich ja... Also ich liebe den Rahmen, also ich finde den halt, der gibt dem Ganzen noch so eine Stimmung, als wenn ich jetzt einfach einen Ausschnitt mal habe. Ja. Über den Daumen gepeilt, wenn jetzt jemand hingehen will und sagt sich, Mensch, so eine Geschichte möchte ich mal machen, was kommen da für Kosten auf einen zu? Also was kostet das Erstellen, abgesehen von der Zeit, die man ja eigentlich auch noch einrechnen würde, denn es ist auf hochwertigem Papier gedruckt, es hat einen sehr schönen Einband, es wirkt sehr wertig. Ja, das war mir auch sehr wichtig, also die alten Bücher waren eher so ein bisschen, da habe ich dann auch budgetmäßig das anders kalkuliert. Also mein Daumen, also ich, wenn man beim, die Zeit darfst du natürlich erstmal schon mal gar nicht rechnen. Also, deine eigene Zeit, wie die rechnet, ist das ein Overkill. Ja. Also wenn man es verkauft und man macht dann so ein Ding da, so ein Zehnergewinn, dann ist das schon, auf mehr muss man sich da nicht einstellen. Je nachdem, wenn ich natürlich jetzt 10.000 Stück drucken lasse. Gut, aber wie viel muss ich stemmen? Also ich sage jetzt, ich will jetzt so ein Buch machen. Wie viel Geld muss ich auf meinem Spielkonto zur Verfügung haben? Pi mal Daumen. Also eher... 5.000, eher 10.000? Nein, also so war das nicht, also in der Größenordnung nicht. Also ich hatte jetzt pro Exemplar liegen die Druckkosten so roundabout, je nachdem wie viel man bestellt, so um die 30, 35 Euro, je nachdem, wenn man halt... Also wenn ich 100 Bücher mache, dann bin ich trotzdem schon bei 300.000, ne? Also ja, da ist man schon fast, ne? Je nachdem, sieht aber auch wirklich am Einband und an der Prägung, ich habe jetzt hier das Bild prägen lassen, das haut natürlich richtig rein. Ich wollte die Schrift am liebsten auch noch prägen lassen. Das hätte meine Kalkulation dann so zerstört, dass ich eigentlich, hätte ich fast drauf gezahlt. Da muss man dann irgendwo natürlich, irgendwo muss man noch einen Kompromiss finden. Natürlich, wenn ich 1.000 Stück bestelle, oder 10.000 Stück, dann kann ich das machen. Ein bisschen runter, ne? Dann geht das, dann gehst du auch, bist du auf einem anderen Level. Aber bei einer, sag mal, dreistelligen Auflage, da bist du halt schon noch. Hast du auch bei so kleinen Auflagen die volle Bandbreite an Papierauswahlen? Ja. Oder also du kannst im Prinzip dich da frei bedienen. Kann ich machen bei dir. Weil das ist auch wichtig, ne? Also das ist die Bilder wirken auf verschiedenen Papieren definitiv unterschiedlich und ich hatte mir dann eine Mustermappe zuschicken lassen und habe dann das,
Ich wollte halt relativ dickes Papier haben, allein schon, weil durch das Schwarz-Weiß, damit es nicht gleich so durchscheint. Genau, Und mit so einem 100 Gramm oder 120 Gramm machst du da nichts. Ne? Da gehst du eher in Richtung 200 Gramm Papier. Man steht ja auch in dem Moment, wo du es tatsächlich als Buch rausgibst, in einem gewissen Konkurrenzdruck. Das heißt, Leute haben andere Bildbände schon gesehen und haben, das muss man zugeben, eine gewisse Erwartungshaltung. Ich also, selber ja auch. Ich kenne meine alten Bücher, wie ich sie gemacht habe. Und die waren gut zu seiner Zeit und heute, nee, würde ich das nicht nochmal. Und bei mir hört es dann zum Beispiel schon auf, wenn ich das Buch gegen das Licht kippe und du dann schon in den Schwarzflächen, was du bei Digitaldruck ganz oft hast, dann so ein, da hast du Reflexionen, in allen anderen Bereichen hast du keine Reflexion. Ne? Das wirkt gleich vom Endergebnis her sehr viel unedler oder unfertiger, als wenn du auch in den Schwärzen dieselbe Mattheit quasi hast. Ja. Ne? Nee, man kann das halt, jeder muss es für sich kalkulieren, das ist das Format, gehst du jetzt in A4, sag ich mal, also bei so einem quadratischen Format, dann wieder, also das ist wirklich ganz schwer zu sagen, also wo man da, man kann von bis. Also gut, klar. Ja. Aber so, also jetzt. Na, oben ist sowieso keine Grenze, also, dann machst du einen Goldschnitt dran, dann ist ganz vorbei. Du musst ja auch ein Probeexemplar machen lassen, oder manche bieten das an, dann musst du schon 5 Stück nehmen, die kosten natürlich, dann kostet ein Probeexemplar dann schnell mal 60 Euro bei 5 Stück, ne? Und das musst du ja auch mit reinkalkulieren. Und du kannst ja nicht irgendwie, lass ja nicht 100 Stück da drucken und hab dann einen Haufen Müll da liegen. Man muss einfach Testexemplare haben. Aber ich sag also ganz stumpf, also dreistellig wirst du bei der ganzen Nummer nie was. Also bist du irgendwie in die Tausende, gehst du immer. Ja, klar. Die musst du auch bringen. Aber wie gesagt, wenn man eine Chance sieht, die Dinge auch halbwegs loszuwerden und dann halbwegs, mein Gott, man gibt für andere Dinge so viel Kohle aus. Und wenn nachher dann irgendwie, weiß ich nicht, schwarze Null oder meinetwegen eine rote 500 da steht, das bringt einen ja auch nicht um. Ne? Also man wird dadurch nicht reich. Man wird da kannst du alles andere machen, aber durch ein Fotobuch so da jetzt, wenn man, also so als normaler, durchschnittlicher Fotograf, also wenn du jetzt, selbst die berühmten Fotografen, selbst wenn das dann über einen Verlag läuft, dann machst du vielleicht auch nur, dann machst du noch viel weniger Gewinn an. So. Ja, klar, genau, sobald du noch andere mit dem Boot hast, ist dann ganz vorbei. Dann ärgerst du dir den Wolf, weil das Marketing und die Verbreitung, die der Verlag dir versprochen hat, die hält er dann sowieso nicht. Das wäre dann der nächste Punkt. Wie vermarktest du das? Also wie gehst du dran um das Buch unter die Leute? Also hauptsächlich Social Media ist tatsächlich Facebook, Instagram sind so, da habe ich die meisten, die mir folgen. BHs bin ich noch so ein bisschen, ich kann nicht so richtig festmachen. Also Facebook lief da immer sonst ganz gut in der Vergangenheit, Instagram aber auch. Man muss es aber immer wieder publizieren. Man muss den Leuten, ich bin nicht der Mensch, der irgendwie hingeht so, kauf mein Buch, sondern ich bin eigentlich so einer, hier ist mein Buch und freue mich, wenn es jemand kauft. Das ist allerdings, man muss immer wieder, ist man auch gezwungen, ich muss mich da auch über meinen Schatten springen, ist immer wieder mal in die Storys reinzuhauen. Ja, und dann merke ich auch, dann kommt auch wieder eine Bestellung oder kommen Bestellungen. Worüber ich mich persönlich immer sehr freue, und das ist eigentlich so das, was mich immer richtig happy macht, dass das international ganz gut geht, das Ding. Ich habe von denen, die ich verkauft habe, sind sehr viel ins Ausland gegangen, Amerika, Australien, Japan. China, Schweiz, Spanien. Das finde ich halt, dann natürlich durch die PayPal-Gebühren und dann manchmal drückt das den Preis dann oder den Gewinn dann noch wieder so ein bisschen. Aber es freut mich halt ungemein, so ein Ding jetzt nach Australien zu schicken. Ja, das war halt schon geil, das Ding war 5 Wochen unterwegs. Ja. Das war natürlich ein bisschen stressig für den Kunden dann auch. Aber so das ist halt ein schönes Gefühl. Einer aus New Orleans, der hat es bestellt und sein Kumpel gleich auch noch. Und nächstes Jahr komme ich in die USA, die haben mich schon eingeladen da auf so einen Fotostammtisch. Also das ist dann das sind dann so schöne Begebenheiten, ne? Also, wo ich mich selber sehr drüber freue. Im Endeffekt ist es ja so, also wenn man sich nicht selbst bewegt, wenn man nicht irgendwas macht, wenn man nicht irgendwas anbietet, ob das jetzt ein Buch ist, ob das eine Ausstellung ist, ob das ein YouTube-Kanal ist, dann kann man nicht erwarten, dass die Leute zu einem in die Dunkelkammer kommen und sagen, ach, was machst du denn da? Das findet ja nicht statt. Und Fotografie, wie jede Kunstform, hat auch was mit Präsentieren, mit Zeigen zu tun. Ich kann auch für mich selber entscheiden, nein, ich printe meine Sachen, packe die in die Schublade und tue die unter. Da war man vorhin schon mal bei Sauleiter, der hat das ja genauso gemacht. Ne? Ich muss meine Bilder nicht zeigen, die sind unter dem Bett super aufgehoben. Das ist eine persönliche Entscheidung, kann man so machen. Aber wenn ich mich zeigen will, dann muss ich das aktiv tun. Ja. Ne? Und da finde ich so ein Buch, also wie gesagt, man gibt Geld für so viel Unfug aus. Das ist eher mal eine sehr sinnvolle Ausgabe. Ich habe früher regelmäßig, als ich analog angefangen habe zu fotografieren, habe ich mir selber so eine 3-jährige Lehrzeit gegeben. Ne? Okay. Also ich bin da sehr massiv eingestiegen und habe mich
sehr intensiv fortgebildet. Mhm. Das, sonst wäre ich auch noch nicht heute da, wo ich bin. Mhm. So lange mache ich den ganzen Quatsch ja noch nicht. Und diese drei Lehrjahre, die habe ich sehr ernst genommen. Ich habe dann am Ende jedes Lehrjahrs, habe ich dann zumindest für mich so ein Buch gemacht. Musstest du da Berichtssätze führen? Nein. Nee, glücklicherweise nicht. Das Buch war quasi das Berichtssätze. Okay, also. Und wenn ich das heute in die Hand nehme, die sind auch so Lichtjahr 1 bis Lichtjahr 3 beziffert. Und das Schöne war dann, dass ich für mich selber in diesen drei Jahren über diese drei Bände, die ja immer schon die Essenz des Jahres waren, tatsächlich dann signifikante Verbesserungen festgestellt habe. Und das pusht dich ja dann auch. Ne? Ja. Wenn du merkst, so, hey, ich bleib nicht so blöd, wie ich mal war. Ne? Ja. Also das, was mir dann aufgefallen ist, und das, da ist dieses Kuratieren, dieses selber mit der eigenen Arbeit nochmal auseinandersetzen, ein total geiles Hilfsmittel, weil du auf einmal auch viel verstehst. Du verstehst, was du falsch, oder nein, anders, du verstehst, was du hättest besser machen können. Du guckst dir die Bilder an und denkst so, ja, okay, würde ich das jetzt in derselben Situation nochmal machen, würde ich auf die und die Details achten, würde ich das und das. Und das bleibt ja im Kopf. Ne? Und so wirst du besser, und das passiert nicht, wenn du am Rechner sitzt und löscht. Genau. Dann, also sich mit den nicht gelungenen oder nicht optimalen Bildern auseinanderzusetzen, bringt viel, viel mehr, als das einfach nur irgendwo als, ja, war halt so. Definitiv, abzuhaken. Ja. Also es ist eine sehr große Hilfe jedenfalls, so ein Buch selber zu machen. Also selber, um es mal doof zu sagen, selbst gar nicht mal mit der Absicht, es vielleicht jetzt zu verkaufen, nur einfach mal so ein Buch von seinen Bildern zu erstellen, ist vielleicht wirklich dann nur ein ganz kleiner Stückzahl mal bei CW oder sowas für sich drucken zu lassen und sich es anzugucken, das kann auch schon einen sehr viel weiterbringen, als die Bilder immer nur wieder am Rechner in Lightroom oder da. Ich habe da für mich immer diese, es gibt meistens so zweimal im Jahr von einem von diesen ganzen Billigbüchern-Anbietern diese Option, so viele Seiten wie du willst, für immer 20 Euro. Ja, stimmt, das habe ich auch schon vergessen, So, und das war dann immer für mich der Startschuss. Erstens, das ist zeitlimitiert. Ne? Mhm. Du weißt also bis zum 31. Oktober, was sie abgegeben haben, was immer schon geil ist für Projekte. Mhm. So, und dann war das für mich der Startschuss. So, bis zum 31. Oktober muss ich 60 Seiten, 80 Seiten Bilder zusammenkriegen. Mhm. Und schon hat man so ein kleines Projekt und macht das. Und es muss ja nicht immer, dass sie dafür für alle Leute da draußen, es muss ja nicht immer ein 160, 180 Seiten starkes Buch auf tollem Papier sein, sondern ein Zine oder ein kleines irgendwas gedrucktes Pamphlet reicht ja schon mal völlig aus, um erste Schritte zu machen. Also Magazin machen jetzt ja auch viele aktuell, man kann auch so ein kleines Magazin machen. Ich glaube, das lehrt wirklich eine Menge, wenn man sich damit einfach mal, so setzt man sich mit seinen Bildern halt mal ganz anders auseinander. Genau. Ne? Das tut man sonst halt im Internet nicht. Was man noch machen kann, finde ich, wenn man jetzt nicht auf ein Buch gehen will, zum Beispiel, wenn man mehrere seiner Bilder zeigen will, zum Beispiel bei Behance, die Adobe-Plattform, da ist sehr wertiger Content, auch natürlich auch viel Schrott, sage ich jetzt einfach mal so, oder subjektiv gesehen Schrott, aber da zeigt man eher Serien von Fotos. Ja, ne? Müssen jetzt nicht immer Shootings also sein. Kontextualisierung hast. Genau, und dann, wenn man sich damit auseinandersetzt und da mal welche zusammenstellt, da kriegt man aus, übt auch schon, hat mir selber auch mal sehr geholfen, sich dann, wenn ich auch Gedanken zu machen, wie kann eine Serie funktionieren, wie baue ich vielleicht eine kleine, mache ich aus einer Fotoserie eine kleine Geschichte, aus einem Shooting mit einem Modell. Muss ja keine tiefgehende Handlung sein, wie aus einem Lynchfilm, aber so halt so, aber eine Stimmung irgendwie schaffen. Und nicht nur ein Bild oder zwei, sondern vielleicht mal so 10 Bilder. Wenn man das schafft oder sich damit auseinandersetzt, das ist wirklich sehr, das kann ich jedem nur empfehlen, der fotografiert. Das, und da braucht es dann nicht unbedingt eine Bildkritik von außen, wobei die auch mal hilft. Aber ich habe mal vor Jahren ein Video gemacht, wie du selber zum besten Kritiker oder schärfsten Kritiker deiner eigenen Bilder wirst. Und das bringt schon wahnsinnig viel, dieses sich auseinandersetzen, reflektieren. Hilft. Man denkt das ja ursprünglich, glaube ich, gar nicht. Ja. Man will ja mal nur Bilder machen, aber es muss ja auch auf eine andere Art und Weise schön, wenn es dann funktioniert. Und gerade auch sich Kritik zu holen für das Buch ist auch mal gut. Wenn man natürlich ein Buch hat, es mal auch wirklich Leuten zu zeigen, die ein bisschen Verständnis haben, und man kriegt da doch ganz gute Anregungen, auch habe ich mir damals auch geben lassen. Und das übt. Ja. Ne? Ich habe auch von vielen Leuten gehört, der Schritt dann von der Selbstkuratierung dazu, dann wirklich einen, der Ahnung hat, also einen Kurator, einen professionellen Kurator reinzuholen, ist, glaube ich, das Härteste, was man sich antun kann. Weil auf einmal diese Entscheidung vom Künstlerischen her, dir ja im Prinzip sehr aus der Hand genommen wird. Also da ist dann jemand, von dem du ja auch glaubst, dass der mehr Ahnung hat, sonst hättest du nicht engagiert. Genau. Also der hat eine gewisse Instanz, der hat eine gewisse Wirkung, und der kommt auf einmal zu deinen Bildern und sagt so, ja, geht mehr, geht gar nicht. Ist schon hart, das kann schon sehr hart sein. Ich habe mit Tipps geholt,
viele Tipps angenommen, nicht alle, so, ja, weil manchmal ist man dann ja auch sein eigener Herr, aber man kriegt wirklich einen anderen Bezug für seine Fotos, indem man sich damit auch, man hat ja nun mal auch nur endlich Platz in so einem Buch, klar, ich hätte das jetzt auf 500 Seiten machen können, aber so, ich denke, mir war wichtig bei dem Ding, ich habe auch Bildbände zu Hause, ich liebe Bildbände, ich habe Riesenbildbände, ich habe 3 Kilo Bildbände, die finde ich aber schrecklich, weil ich habe schon nicht mal mehr Bock, das aus dem Regal zu nehmen, weil das so ultra schwer ist. Ja. Und dann, ich sag mal, das Ding ist gut, das kannst du auch auf dem Klo noch halten. So. Ja. Und das ist irgendwie so, wenn ich mich dann erst hinsetzen muss an einen großen Tisch, dann haue ich dann mein 5 Kilo Buch dahin. Und mir war wichtig, dass es irgendwie noch handlich ist dabei, ne? Das auch noch so als Gedanken. Hast du mal einen von diesen, die gibt es ja, also diese Super XXL oder Sumo? Ich habe Sumo zu Hause, ja. Also nicht das, also das, ja, das ist ja 3-4 Kilo ist das Ding. Ja. Ich habe den habe ich ja. Finde ich ein geiles Buch, aber ich da im Regal, ich bin schon zu faul, das da rauszuhiefen. Ich komme dann auch schon mit dem Betrachtungsabstand nicht mehr hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, irgendwann wir hatten im Vorgespräch mal über Gursky gesprochen, der ja, also klein kann der ja gar nicht, ne? Da hast du die Möglichkeit, einfach zurückzugehen. Ja? Dann hast du ein Bild an der Wand, so bist du 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter weit weg, dann passt das. Das kriege ich doch bei so einem Buch nicht hin. Nee. Also selbst wenn ich viel Platz zu Hause auf dem Wohnzimmertisch habe, dann müsste ich ja jemanden haben, der jetzt 2 Meter von mir entfernt steht, das Buch hält und mal umblättert, wenn ich sage. Ja, dieses Riesensumo-Teil, das ist ja immer wieder ein Level für sich. Ja. Ich hab diese große Ausgabe und das ist halt, ich mag es halt irgendwie, es darf nicht anstrengend sein, sich das mal eben zu greifen. Und das ist halt so ein, wie man sagt, Coffee-Table-Book, da liegt auf dem Tisch. Ja. Das tut nicht weh, das wiegt ein Kilo. Ja. Das kann jeder irgendwie greifen. Das tut nicht weh in der Hand, sich das auch mal so durchzublättern. Und das war für mich so. Ja. Und es korrespondiert auch schön zu dem Format. Ne? Also ja, das wäre 6x6, da macht es keinen Sinn, dann ein Hochkantformat zu machen. Nee, das war für mich alles quadratisch, Bilder, Layout, Buch. Ja. Das Format ist an sich sehr toll, weil wir ja auch das Thema zeitlos haben oder was ich auch schreibe oder sage, dieses sich selber limitieren kann sehr hilfreich sein beim Fotografieren, indem ich mich selber vielleicht auch nur auf eine Kamera mit einem festen Objektiv in einer Festbrennweite reduziere. Und beim 6x6-Format habe ich natürlich noch den Mega-Vorteil, ich brauche nicht wählen zwischen hoch und quer. Ich habe einfach so noch wieder einen Faktor, wo ich nicht denken muss, wo ich mich einfach mehr darauf konzentrieren kann. Und es lässt sich so wunderbar damit komponieren irgendwie. Finde ich zum Layouten und Publizieren tatsächlich sehr viel praktischer. Finde ich beim Fotografieren, muss ich sagen, relativ anstrengend. Also eine People-Fotografie in 6x6 geht sehr gut. Ja. Ja? Einfach weil wir auch, wenn wir ein Porträt haben, dann bist du relativ bei Ganzkörperaufnahmen finde ich es dann schon wieder, du musst ein schönes Sujet rumherum haben, damit eine Person da vernünftig wird. Mhm. Aber wenn du in Landschaft oder in andere Dinge reingehst, finde ich 6x6 oft sehr sperrig. Also es verweigert sich dann oft meiner persönlichen Wahrnehmung. Ich bin dann bei solchen Sachen, und das ist auch ein großer Wunsch für die Zukunft von mir, möglichst panoramesk. Also eine 6x17 oder 6x24 Kamera hätte ich noch sehr gerne. Okay. Weil das so meiner Wahrnehmung sehr entspricht. Ja, okay. Ja? Bei Landschaft, da habe ich nicht so die Erfahrung mit. Also so Details oder so Blumen fotografiere ich manchmal auch. Da kann man auch, finde ich, mit 6x6 sehr coole Sachen machen. In der Landschaft bin ich jetzt so ein bisschen raus, kann ich also wenig sagen, ob das mir da jetzt helfen würde oder nicht. Das ist nur meine persönliche Erfahrung. Das sieht auch wieder jeder, also es gibt Leute, die kommen mit 6x6 sofort klar. Ich springe ja sehr viel durch aller unterschiedliche Formate. Das heißt, also bei mir ist nicht nur die Entscheidung, welche Kamera nehme ich heute mit, sondern teilweise auch, okay, was könnte für das Sujet jetzt das Format sein? Finde ich manchmal. Nein, ich sage es mal andersrum. Ich habe schon oft dann vor Ort festgestellt, da habe ich falsch entschieden. Okay. Aber nur für 2,6 ist ja eigentlich auch dazu gedacht, was wurde ja ursprünglich für die Magazinfotografie, um das zu beschneiden. Es war ja eigentlich nicht unbedingt der primäre Sinn, dass die Bilder immer quadratisch abgedruckt werden. Ja, da kommst du ja nicht weiter. Du willst ja gerne mit Rand und möglichst nicht kommen. Also das ist immer so die Herausforderung. Ja. Wirklich, dass ich das eigentlich mit, deswegen sind die Bilder alle auch mit Rand oder auch bei mir, was ich so poste. Ja. Ich will eigentlich das ganze Bild zeigen, ohne das zu beschneiden. Das ist mir eigentlich wichtig. Aber auch bei 35 mm genauso, 6x7, aber 6x6 ist immer noch so. Also ich mag es, von allen Formaten ist es mir am sympathischsten. Ja, okay. Ich weiß nicht warum, es fordert mich immer wieder heraus. Ja, herausfordernd ist es wirklich, das stimmt. Ja. Und es ist daher in der Weiterverarbeitung auch noch halbwegs zahm.
Ab 6x7 werden die Vergrößerung mal sperrig. Ne? Ja, aber genau. 6x9 ja. ist schon richtig. Ja, das könnte meiner auch nicht. 6x7 ist bei mir auch Schluss. Ja, genau. Da ist Ende. Ja. Finde ich allerdings andererseits, du printest ja auch sehr viel in der Dunkelkammer. Mhm. Ich finde, da ist 6x6 eigentlich, das liegt aber wahrscheinlich an den Papierformaten, sehr undankbar. Du hast ja ständig ganz viel Ausschuss, ne? Also ja, das ist mega toll, finde ich das, weil ich habe immer Teststreifen. Ah, okay, ja. Ich habe immer Teststreifen, also das ist ja eigentlich mega, mega klasse. Natürlich macht es, wenn man sie, ich printe meistens in der Richtung auf 24, 30 Papier oder 30, 40, manchmal 18, 24, obwohl da wird natürlich ein quadratischer Abzug dann schon 18 mal 18, beziehungsweise mit Rand, dann bist du ja irgendwo netto bist du bei 15 Zentimetern, ist dann schon nicht mehr sehr groß, ne? Und dann darunter machst du halt dann eigentlich weniger was. Ne? Aber sonst ist das eigentlich praktisch, dass du immer halt den Rest ganz abschneiden. Ja, nee, es ist, ich mache mir immer die Gedanken, möchte ich es jetzt lieber doch im oberen Drittel oder möchte ich es mittig haben? Mhm. Oder dann vielleicht, nee, also ja, ich muss da wahrscheinlich auch mal dann einfach radikal vorher abschneiden. Mhm. Ja, nee, ist eine gute Idee. Das mache ich eigentlich meistens. Ich viele Sachen teste ich auch einfach nur, habe die Prints und dann lasse ich den Rand immer gleichmäßig oder schneide was ab. Oder hier, teilweise schneide ich ihn nicht mal ab, die landen dann gleich in den Kisten. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, aber 6x6 ist, ich finde es cool, obwohl ich auch sehr viel 35 mm mache oder 6x7. Ja, größer warst du bis jetzt wenig unterwegs. Also, nee, 6x7, da war Schluss. Ja. 6x9 fasst halt der Vergrößerer nicht in mein kleines Bad, wo ich selber entwickle und Großformat auch leider nicht. Also das ist einfach der Platz. Ja, du kannst ja bei 5x7 ist es ja dann schon, brauchst du keinen Vergrößerer mehr. Also da kannst du ja im Prinzip schon, ne, aber 5x7, 8x10. Da kannst du dann die Kontakte hast. Dann brauchst du gar keinen Vergrößerer mehr. Ja. Haben wir auch neulich, dann habe ich ein Coaching gemacht mit jemandem, der macht auch sehr viel groß, fast nur Großformatfotografie. Da habe ich auch gesagt, ich mache ein Coaching, ich zeige dir das. Bring mal negativ mit. Ja, ich mache nur großformatig. Ja gut, dann bring mal mit. Wir wollen ja zumindest von deinen Bildern auch eins mal machen, dass du das dann in der Hand halten kannst. Und dann haben wir dann auch, Vergrößerung ging dann gar nicht. Dann Kontaktprint war es dann halt auf A4 dann etwa. Das war dann schon auch schon cool. Aber würde mich jetzt zu limitieren irgendwie. Also ich hätte dann du hast doch vorhin gesagt, Limitierung ist gut. Ja, also limitieren, dadurch einfach die Kontaktprint zu machen, das war es. Also wenn ich dann, da bin ich dann doch schon irgendwie doch ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Das kann ich dann ohne den Vergrößerer halt einfach nicht. Ne? Da bin ich dann doch irgendwie gefangen. Ich habe ja zu Hause noch so ein sehr außergewöhnliches Objektiv, das hat einen kleinen Bildkreis von 70 Zentimetern. Mhm. Also die spuckt das hinten raus. Oh Gott. Und das ist so mein Langzeitplan, weil die Kamera gebaut werden muss. Also das ist wirklich so in ganz kleinen Schritten geht das immer wieder ein bisschen weiter vorwärts. Damit möchte ich nachher direkt Positivprints in Farbe machen. Und kannst du also quasi so ein 70x70 cm Poster hinten aus der Kamera ziehen, in Farbe. Das ist natürlich... Ja. Film dafür fange ich gar nicht an. Ja. Ne, brauche ich gar nicht drüber nach. Du kannst bei Ilford kannst du einmal im Jahr ja diese Ultra-Large-Formate bestellen. Musst du einmal bestimmte Mengen abnehmen. Okay. Ist also vollkommen indiskutabel. Ja. Die einzige Möglichkeit mit so einer Kamera wäre direkt, wie gesagt, auf Papier. Und das mittlerweile schön mit der E6-Chemie kannst du das direkt mit Farbpositiv hinten aus der Kamera ziehen. Finde ich total sexy, ein 70-70 Poster aus der Kamera zu machen. Das ist geil, das wäre natürlich. Aber wie gesagt, das Objektiv ist da, der Rest, der wächst so langsam. Ja. Hör auf, mir jetzt an mir Flöhe ins Ohr zu setzen. Aber es gibt da schon geile Sachen. Ja, aber der Platz ist halt immer ein Problem, bei diesem, was wir vorhin schon sagten, die Gerätschaften, alles und drumherum. Ja, da müsste man einfach mal. Ich finde das auch, das ist gerade das, was ich an der analogen Fotografie, und das ist ja wirklich eine Abgrenzung zum Digitalen. Du hast digital. Kleinbildformat, du hast Mittelformat, das war's. Mhm. Du kannst nachher mit Rechner und Drucker noch ein bisschen was machen, aber dieses auf 150 Jahre Fotogeschichte zurückgreifen zu können und dich aus den Unterschieden, gibt ja Leute, die heute wieder, obwohl es sau gesund ist, schädlich irgendwie Daguerreotypie machen, ne? Ja. Mit Quecksilberdämpfen und allem, was dazu gehört. Ne? Also man hat unglaubliche Möglichkeiten, sich auszutoben. Mhm. Und dann wird ja auch immer wieder, wie gesagt, dieses Digital-Positiv, dieses Direkt-Positiv-Verfahren in Farbe ist erst jetzt, ich sag mal, in den letzten 3 Jahren aufgekommen, dass Leute angefangen haben, damit rumzubasteln und festgestellt haben, dass das tatsächlich geht. Also es werden immer noch neue Sachen entwickelt. Mhm. Und das macht die Bandbreite so unglaublich riesig, ne? dass man... Das muss ja nicht das Hauptbetätigungsfeld sein, aber man hat so viele Dinge, wo man eben mal reinschnuppern kann. Ja.
Ach so. Ja, wir Thema vorhin ja auch List Printing zum Beispiel, habe ich auch schon gemacht. Das ist auch mega klasse, was man da machen kann. Ja. So Techniken, wo du kannst das natürlich, dein digitales Bild heute mit jedem Filter kannst du irgendwie so aufbereiten, dass es so aussieht. Klar. Aber seien wir mal ehrlich, wenn man ein bisschen ernsthaft fotografiert, ist es das nicht. Nein, so, dieses Gefühl, es gemacht zu haben. Also beim Machen geht es ja immer auch um das Überwinden von Hindernissen. Mhm. Und einen Filter anzusetzen, das Hindernis ist relativ klein. Mhm. Ich muss ihn runterladen irgendwo. Ja, okay. Ja, genau. Ja. Also, aber das ist eine relativ geringe Schwelle, die ich überspringen muss. Wenn du jetzt anfängst mit List Printing, dann hast du eine Lernkurve. Am Anfang geht sau viel in die Hose. Nachher wird es, oder Nassplattenkollodium, kannst du die ersten 2 Jahre eigentlich knicken, locken, abheften. Brauchst du gar nicht. Danach wird es gut. Mhm. Aber du hast das Gefühl, ich habe mich jetzt weiterentwickelt, ich habe was geschafft. Ne? Und das ist ja was, was uns als Menschen ganz gut tut. Ne? Auf jeden Fall, dieses Handwerkliche halt auch. Ich selber mag lieb es halt, mit den alten Papieren zu arbeiten. Wirklich, die habe ich teilweise auf dem Dachboden geholt. Da haben die jahrelang vor sich hingerottet. Nicht? Und dann teilweise die alten Barrikpapiere, die funktionieren halt noch. Zwar nicht mehr so wie ursprünglich, aber man kann da immer noch mega geile Sachen mitmachen. Und wenn ich daran denke, was da alles in den letzten Jahren weggeschmissen wurde, da wird mir schlecht. Also gerade auch die Aquasachen. Und ich bin mir auch dessen bewusst, in dem Moment, wo ich ein Blatt nehme und das abziehe, gibt es ein Blatt weniger auf der Welt und es wird nicht mehr produziert. Ja. Das ist natürlich, natürlich passieren mir auch Fehler und ich ase dann manchmal auch rum und dann geht auch viel in die Tonne, aber trotzdem geht man da anders ran. Das ist so eine Befriedigung, irgendwie so ein Bild auf so einem alten Papier, was eigentlich uns in der Tonne gelandet wäre, mega tollen Abzug zu haben. So, nicht immer nur alles neu zu kaufen, sondern oder auch mit den Kameras, mit alten schrabbeligen Kameras, teilweise einfach noch Bilder zu machen. Da sieht man, welche Technik, wenn nicht sonst die analoge, zeigt einem, dass ich mit der simpelsten oder ältesten Technik geile Bilder machen kann. Richtig, ja. Und die Kamerahersteller oder die digitale Fotografie hat uns ja suggeriert, kauf ein neues Objektiv, kauf eine neue Kamera, das Rauschen ist da ein bisschen weniger, das Bild wird noch besser. Das ist aber ja für jemanden, der ernsthaft, sag ich mal, fotografiert, künstlerisch fotografiert, ist es das ja nicht. Das bringt einem ja nicht weiter. Das merkst du ja ganz oft, wenn du mit Leuten, die jetzt, also beruflich klammer ich mal aus, aber Hobbyfotografen, sprichst, die 90% digital oder 100% digital unterwegs sind, da findet ganz schnell oft so eine Ermüdung statt. Auch enttäuscht sein von dem Hobby, von der Lieblingsbeschäftigung, weil dieser Punkt, done that, been there, so schnell erreicht ist und das wird ja immer leichter. Das heißt also, alles, was ich mir vor 2-3 Jahren noch an digitalen Retuschefertigkeiten erarbeitet habe, ist dann eben mit einem Handschlag AI-mäßig weggewischt. Und so, ob du das jetzt kannst oder nicht, ist egal. Das Ergebnis ist dasselbe. Ne? Ja. Du musst nicht mehr zwangsläufig irgendwie 3 Monate irgendwo stationär sein, um dann den Milchstraßenhimmel da irgendwie perfekt tauscht den Himmel aus, bist du durch. Ne? Also die Befriedigung wird immer weniger. Und wenn du, so wie du gerade gesagt hast, dann so ein altes Papier von irgendwo vom Dachboden und dann machst du das erste Mal und stellst fest, yo, es kommt noch ein geiles Ergebnis raus. Feintunen dann ein bisschen und dann hast du dein Print. Das ist ein ganz anderes Level von Zufriedenheit, was du damit erreichst. Allein ist in der Hand zu halten. Das kannst du halt digital nicht. Klar, du kannst es ausdrucken. Das ist auch für den Start. Für mich war es damals der Start mit einem großen Printer, mir die digitalen Bilder aus. Und das war so die Einstiegsdroge. Oder dann mit der Fuji, so einer Instax, so diese Fortbilddinger. Das war auch so der Einstieg irgendwie so zum Papierbild. Aber irgendwie, wenn man es dann wirklich selber macht im Labor und stundenlang rumfummelt. Und manchmal gehe ich da raus nach 4 Stunden und habe 10 tolle Bilder, manchmal gehe ich da raus nach 4 Stunden und habe nur Schrott. Das ist einfach so, aber man lernt damit umzugehen und das selber, man lernt dadurch einfach, man entwickelt sich dadurch weiter. Man sagt vom Rechner, jetzt bearbeite ich mein Bild heute so und morgen bearbeite ich so. Aber das ist irgendwie, man muss halt viel mehr Zeit, Muße aufwenden und das, finde ich, bringt einen selber wirklich weiter. Auch beim Fotografieren schon vielleicht darauf zu achten, ob das Licht jetzt einigermaßen passt. Und oder früher hast du dann, wenn ich ein Foto mache und steht der Rucksack im Hintergrund. Da bin ich hingelaufen, den wegzunehmen, wenn der Model daneben stand. Da habe ich den einfach mit fotografiert und in den Photoshop weggemacht. Und heute wäre das für mich so ein No-Go. Ja, das mache ich einfach nicht mehr. Ne? Ich will, dass das Ergebnis eigentlich schon Idealfall, wenn es auch digital ist, dass ich es gar nicht mehr bearbeiten muss. Ne? Vielleicht dann noch schwarz-weiß irgendwie, aber keine Retusche mehr. Mache ich mittlerweile, außer bei Aufträgen oder so, mache ich das kaum noch irgendwie. Klar, wenn es ein dicker Pickel im Gesicht ist oder was. Ja, ich muss bei mir zugeben, ich retuschiere schon gerne, also Digitalbilder verwurste ich schon gerne. Mhm. Dann
fehlen mir manchmal in der, nee, das muss ich aufpassen, wie ich das sage. Wenn ich jetzt sage, mir fehlen in der Dunkelkammer die Möglichkeiten, ist das falsch, weil es gibt die Möglichkeiten. Mhm. Auch viele Möglichkeiten gibt es auch in der Dunkelkammer. Ist mir manchmal der Aufwand zu groß. Mhm. Also wenn ich jetzt überlege, ich möchte eine Retusche in der Dunkelkammer mit einer Unscharfmaske machen. Ich weiß, wie man eine Unscharfmaske zum Nachschärfen erstellt. Mhm. Ich hätte theoretisch alle Materialien da. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich muss jetzt nochmal erst eine Maske belichten, ich muss die entwickeln, dann ist die wahrscheinlich beim ersten Mal nicht auf dem Punkt. Das heißt, ich muss nochmal reingehen. Da muss ich das Ganze irgendwie, hier, wie heißt das, nicht synchronisieren, dass die mit so einem Lochersystem, da gibt es doch ein Wort für. So, weg ist es. Ich jetzt gerade raus. Okay. Die werden gelocht, damit die immer an derselben Stelle übereinander liegen. Ja. Ne? Damit die also genau hundertprozentig deckungsgleich sind. Und das musst du halt konsequent bei dem ganzen Prozess durchhalten. Die dürfen sich ja nicht, eine Unschaummaske darf sich nicht auf negativen Millimeter verschieben. Ist vorbei. Und dann stehst du dann und sagst, du weißt theoretisch, wie es geht. Rechner sagt, ja, nee, mache ich jetzt nicht. Na, dann lebe ich damit, dass die Stelle halt dann doch unschärfer ist, als ich sie gerne hätte. Ärgert mich manchmal ein bisschen, weil ich dann sage, du bist so faule Sau. Aber auf der anderen Seite, ja, ich rede mich dann immer damit raus, ja, wenn du es jetzt wirklich für eine Ausstellung brauchen würdest, dann würdest du es machen, du brauchst es jetzt, dann lässt es. Mhm. Ist aber eine faule Ausrede, weiß ich nicht zu. Aber das mache ich schon im Digitalen sehr gerne. Also ich bin froh, dass beide Welten gibt. Ich auch, ich liebe auch das Digitale, im Sommer draußen zu sitzen bei einem Bier oder Kaffee und da mal eben seine Bilder zu sortieren oder eben auch zu bearbeiten auf der Terrasse. Das ist natürlich hat auch seinen Reiz, gerade wenn die Sonne scheint im Sommer, dann gehe ich dann auch nicht so häufig in die Dunkelkammer. Jetzt, wo die dunkle Jahreszeit beginnt, so im Herbst und da, wenn es eh früh dunkel ist dann, und es regnet, dann fällt es mir leichter, mich da 5 Stunden einzuschließen. Im Sommer wird es auch tendenziell immer ein bisschen weniger, im Winter wird es dann wieder ein bisschen mehr. Ja, so, Also Winterzeit ist Dunkelkammerzeit. Würde ich sagen, ja, so ein bisschen schon. Ja. Wenn es eh draußen trostlos ist und man nicht so viel draußen machen kann will und dann finde ich das schon ganz gut. Mich hat es zum Beispiel jetzt, um den Einstieg nochmal so die Brücke zu schlagen bei Corona, als Corona losging, da kurz vorher hatte ich ja angefangen mit Filmentwicklung und habe mir dann wirklich am Tag vor dem Lockdown die Rollerflex geholt, die erste. Und mir hat das extrem, diese Lockdown-Monate hat mir das, glaube ich, gerettet. Weil mich hat das eh ziemlich mitgenommen, das Thema wie ja wahrscheinlich jeden oder einer mehr oder weniger. Und diese Einschläge, die ganzen Medien, den ganzen Tag ging es um nichts anderes und die ganzen Kontaktbeschränkungen. Und ich konnte da wirklich reingehen, habe die Tür zugemacht, habe das Handy ausgemacht, Musik an. Mhm. Und habe dann meine Bilder entwickelt. Da habe ich wirklich Wochen und Tage drin verbracht. Das war für mich so ein Escape Room irgendwie. Natürlich noch mehr eingesperrt zu sein, aber das war ja dann so kreativ, selbst erschaffendes Schicksal. Ja. Also das war für mich so der Einstieg. Ja. Da hatte ich sehr viel Zeit genommen. Und ja, auch viele andere Menschen auch. Das hat ja auch das. Hört man immer wieder, dass das also viele haben sich eine Dunkelkammer dann erst überhaupt eingerichtet oder wie du sagst, angefangen mit Film zu entwickeln. Mhm. Jetzt ist mir noch eine Geschichte in der Vorbereitung aufgefallen und die hast du auch schon angesprochen. Da würde ich aber gerne noch ganz persönlich was zu erfahren. Mhm. Du arbeitest ja sehr viel mit professionellen Models. Mhm. Hat sich das so ergeben? Hast du die Entscheidung irgendwann getroffen? Würdest du sagen, das lohnt sich, also wegzugehen vom Bekanntenkreis, zu sagen, ich buche mir da jemanden? Ist eine Weiterentwicklung. Also um es mal so zu sagen, ich habe auch sehr viel in diesen TFP-Shooting-Sachen gemacht, Modelkartei und so weiter früher mal, wo man auch Leute findet und das ist auch war auch sehr gut. Ich hatte selber immer damit zu kämpfen, weil ich ja relativ oft auch fotografiere, was heißt oft, meistens sind das so 2-3 Shootings im Monat. Mhm. Die Termine waren halt fest, man hat sich das im Kalender, hat sich dafür freigenommen, auch Haar und Make-up macht meine Partnerin und wir hatten halt oft die Erfahrung, es sind sehr viele Leute, die sind leider nicht so zuverlässig. Ja. Also, es ist einfach so, ich kann mich selber als sehr zuverlässigen Menschen einfach sagen, weiß ich einfach, das bin ich, wenn ich sage, ich bin
in dem und dem Tag dann und da, dann bin ich da auch. Und dann, klar, krank werden kann jeder mal. Ja, ne? Aber es gab da halt auch Leute, da ist dann die 17. Oma gestorben. Ja. So, ja, ja, das kann ich dann irgendwie, da war halt so die Zuverlässigkeit. War du hast dich vorbereiten und dann genau, man hat das alles, mehr, ja, seinen Termin dann abgestimmt, so der Tag dafür freigehalten und dann eine Stunde später fiel dann manchen ein. Ausnahmen, das sind nicht alle, aber es war halt eine sehr, sehr, war sehr viel, ja, war Unzuverlässigkeiten sind einfach da, ne? Und da habe ich dann irgendwie auch, und auch an sich habe ich mich dann mehr damals auf Agenturen bezogen, habe dann auch mir Modelle darüber für Test-Shootings gebucht oder habe die dann kommen lassen. Es spart ja auch beim Shooting selber Zeit. Und wenn jemand weiß, wie er sich bewegt und nicht mehr animiert werden muss, ja, das geht wesentlich flotter. Ich muss dazu sagen, wir haben sehr viel auch mit jungen Modellen zu tun oder zu tun gehabt. Also wirklich auch so die Einstiegs-, die Test-Shootings, wo die jungen Mädels in der meisten Agenturen, die sind dann noch wirklich noch sehr jung. Und dann manche können halt sehr gut, manche sind super, manche brauchen noch Anleitungen. Und das ist ein ganz gutes Wechselspiel. Manchmal hast du jemanden, der macht einfach, den kannst du quasi agieren lassen und drückst einfach nur quasi drauf. Ja, ja. Und manchmal musst du natürlich dann auch mehr animieren oder so. Und das ist nicht für jeden was. Also man muss dann auch relativ, sage ich mal, authentisch. Also man muss sehr kommunikativ sein auch. Ja, also es gibt ja sehr viele Fotografen, ich kenne das aus der Szene, die sind sehr verschwiegen beim Shooting, mögen gar nichts sagen, sind die ganze Zeit mit ihren Lampen beschäftigt. Also wenn man sich nach, oder wenn man auf dem Level noch ist, wenn man... Die Digitalen sind ständig mit ihrem Display beschäftigt. Ja, dass du halt, also du musst schon eine gewisse Sicherheit zumindest ausstrahlen. Du musst sie nicht haben, aber du musst sie zumindest ausstrahlen und mit den Leuten halt auch ein bisschen kommunizieren. Klar, mit manchen geht es besser, manchen schlechter, aber man muss menschlich, glaube ich, wirklich da auch souverän, aber auch vertrauenswürdig sein. Ne? Also, und auch einige Regeln befolgen, einfach um den Menschen dann umzugehen, ne? Mit den oftmals Jungen. Ich finde mal den Punkt anstrengend, du musst, wenn du mit Freunden, Bekannten, erweiterten Bekanntenkreis arbeitest, musst du permanent deine Bildidee an die Personen anpassen. Mhm. Ja, du musst immer gucken, was habe ich immer zur Verfügung, was kann ich mit denen, du kannst ja nicht jede Person in jede Mobilität stecken. Während du andersrum sagen kannst, ich habe die und die Idee und jetzt suche ich mir die passende Person dazu, was dich wieder wesentlich flexibler macht. Das ist natürlich, wenn ich jetzt Modelle habe, mit denen ich schon häufiger gearbeitet habe, dann weiß ich so, mit der Person kann ich das ganz gut machen, das passt gut zu der, da hat die auch kein Problem mit. Wenn ich jetzt, ich mache ja manchmal auch so ein bisschen düstere Sachen, ein bisschen experimentelle Sachen und wenn ich jetzt mit Langzeitbelichtung im Studio anfange, jetzt auch mit analog oder verwischte Effekte oder Körperdetails, da kann ich jetzt, da fange ich jetzt nicht bei einer 17-Jährigen an, die ein erstes Shooting hat, da mache ich dann eher so meine Porträts und wenn ich dann merke beim Shooting, das läuft, da kann ich experimenteller gehen. Ne? Ja, ja. Also die macht es dann einfach das man lernt halt mit den Jahren, also habe ich es dann so gelernt, ich weiß, glaube ich, ganz gut wenig für was, was ich erwarten kann, aber halt. Ja, aber wenn du keinen jetzt in deinem Portfolio hast, mit dem du schon was gemacht haben, hast, aber du hast eine bestimmte Idee, ein bestimmter Typ von Mensch, der was darstellt, transportiert, dann kannst du einfach sagen, so, jetzt suche ich mir jemanden aus der Kartei aus und hast den passenden Typus, während du ansonsten hingehen musst. Und das meine ich eben, oft, dass das, was du dann shootest, anpasst an das, was du gerade an Personen zu verwenden hast. Und das ist auch wieder so ein Punkt, gehe ich ja so ein bisschen thematisch jetzt in dem ganzen Gespräch, wie komme ich weiter? Also wie habe ich die Möglichkeit, Dinge weiterzuentwickeln? Und ich glaube, das heißt ja nie eins oder das andere. Mhm. Also ich muss ja nicht von heute auf morgen sagen, so jetzt lasse ich alle meine netten Menschen, mit denen ich das bis jetzt gemacht habe, links liegen. Nee, das sollte man nicht. Fotografiere die eigene Frau nicht mehr, sondern ich kann das erweitern, indem ich dann eben mir Profis ranhole. Ich würde am Anfang halt, also mal... Erstmal fängt man natürlich bei den nahen bekannten Freunden an. Später geht man dann vielleicht echt noch diese TFP-Schiene, wo die Skills der Modelle aber auch nicht immer so hoch sind. Nicht von jedem, unterschiedlich halt. Unterschiedlich, genau. Und aber wenn man jetzt wirklich, sagen wir mal, wenn man seiner Technik her ist einigermaßen oder man will erstmal, man kann die Leute nicht so gut anleiten, dann kann es schon hilfreich sein, sich auch mal ein Model zu buchen, sie zu beobachten und dann
kann man sich mehr auf sich und seinen Bildaufbau, Bildgestaltung und auch vielleicht dann noch ein bisschen die Technik konzentrieren, als dass ich mich so viel um das Model jetzt kümmern muss. Fühlt die sich wohl, wenn die das professionell macht und macht. Und es gibt ja auch Workshops, wo man das prima auch lernen kann. Genau. Ich empfehle immer diese eher kleineren Workshops, weil es gibt ja auch diese Rudelschießen mit 20 Leuten. Finde ich suboptimal, weil man ja schon irgendwie noch so ein bisschen auch, also wenn man einen guten Lehrer hat, der einen auch da Tipps gibt und dann lernt man dadurch, glaube ich, eine ganze Menge. Und so mischt man das. Man sollte es ein bisschen mischen. Dann nimmt man aus jeder Sache seine Erfahrung mit, sagen wir mal, Freunde, Bekannte, TFP und dann halt mal Model. Und dann wird man schon irgendwann merken, wohin man will. Es ist ja am Anfang wahrscheinlich auch eine Überwindung, wenn man sich selber noch nicht so sicher fühlt und man sagt dann, ich engagiere jetzt ein Profi-Model, dann fühlt man sich, glaube ich, selber noch gehemmter. Ja. Also die Situation, die du oft umgekehrt hast, du nimmst halt jemanden aus dem Bekanntenkreis, der für dich modeln soll, dann ist das immer die befangene Person, weil die nicht weiß, wie man sich, das kann ja dir genauso gut andersrum gehen, da steht jemand, der schon vor 20.000 Objektiven gestanden hat und du hampelst da immer noch mit deiner Einstellung rum. Die Profis spulen natürlich dann auch ihr Repertoire ab, das müssen sie auch, das ist ja alles toll. Und wenn man natürlich vorher echt nur die Freundin fotografiert hat, ist der Sprung von da nach da natürlich extrem. Ja, und dann weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt gewinnt. Ne? Also man sollte, mein Tipp wäre, glaube ich, so, dass man, wenn man dann die ersten Bilder so gemacht hat von Freunden, Bekannten, dass man sich dann vielleicht aus dem näheren Bekanntenkreis Leute sucht, die man zwar kennt, aber nur flüchtig kennt. Also, weil dann hat man auch nicht mehr so, dass man demjenigen gefallen muss so stark. Man kennt die Person, das ist gut, aber man kennt sie nicht zu stark. Also man hat nicht so eine man ist selber mehr gefordert. Ja. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Start. Wenn man dann, wenn man da seine Erfahrung hat und dann sich mal ein professionelles Model nimmt, ich glaube, so aus der Mischung kommt man dann irgendwann ganz gut, kann man sich was bauen. Ja, damit sind wir schon wieder, würde ich sagen, nach einer Stunde Laufzeit am Ende dieses netten Talks. Wenn ihr mehr über den Holger erfahren wollt, dann, das ist natürlich unten in den Shownotes wieder eingeblendet, geht mal auf die Webseite holgernitschke.com, nicht de, .com. .com, ganz wichtig. Da könnt ihr auch das Buch bestellen, ne? Ja, also, sogar auch. Oder Instagram findet man mich auch. Genau, auf allen auch meinen Namen suchen. Social-Media-Kanälen. Ja. Und dann, außer TikTok, da bin ich nicht. sag ich wie immer an dieser Stelle, habt Spaß, schießt Film. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.